Wir brauchen keine Worte. Wir wirken. Sehend, wissend, empfangend. Erdenhüter, Liebende, Geliebte der Schöpfung. Weltenwandler, Zeitreisende, Berge versetzende, Wunder wirkende. Wir heben die Zeit auf, leiten die Geschicke im Sinne des Allgeistes, weben den Teppich, nehmen neue Fäden auf, lassen alte fallen, greifen dann doch wieder danach, dann, wenn der Ruf erneut kommt. Wir sind da, präsent, immer online, in steter, wortloser Kommunikation, spürig, fühlend, oft schweigend. Wir wirbeln, fließen, pulsen, wogen, heilen, fühlen, durchlichten den Schatten, wägen ab, warten, muten zu, tun und sein im weisen Wechsel, Rhythmen, Zyklen, Phasen, wir mittendrin, unbemerkt von denen, die die Materie zum König gewählt haben, unerkannt sind wir in ihrer Welt, oft sogar verkannt. Unerklärbar ist es tatsächlich für jene, denen Frequenz und Schwingung nicht sagen. Das, was wir da tun. Worte gibt es dafür keine. Gleichgesinnte brauchen wir auch keine. Wir erkennen uns. Ein Blick in die Seele genügt. Wir wirken ohne Ruhm und Glanz und Gloria. Wir haben uns verschrieben, dem großen Ganzen, Dienende der Schöpfung. Der höchste Wert ist der Wille des Kosmos. Ich liebe diesen Dienst so sehr, der nichts weiter ist, als stetig meiner Intuition zu folgen, was immer das gerade bedeutet. Mich damit anzuerkennen, mich damit vor allem ernst zu nehmen, das Ausmaß dieses Wirkens ansatzweise zu begreifen, den Wert zu sehen, auch wenn es die meisten nicht einmal bemerken und glauben können, ist essentiell. Von einem Gefährten, einem Geistgeschwister erkannt zu werden allerdings, ist wie eine zweite Geburt. Endlich sind wir am Leben. Wir wurden gesehen. Es gibt uns also tatsächlich. Deswegen hier, an dieser Stelle für alle Kollegen. Ich sehe euch von Herz zu Herz. Danke für euren Dienst und den großartigen Job. Danke, dass ihr zur Stelle seid. Anja Reiche.